dann 90 Minuten euer Geld ist im Berg sein. Wir werden nun schon langsam gemeinsam zum Mundloch des Christinerstolls nach oben wandern, welcher erstmal im Jahre 1719 aufgeschlagen wurde und er wurde benannt nach der Mutter der Kaiserin Maria Theresia. Da wir in ein aktives Bergwerk hineingehen, gibt es ein paar kleine Regeln, an die wir uns halten müssen. Schritt Nummer 1. Jeder, der größer ist als ich, weiß, es ist leider kein Kunststück, aber bitte mit dem Kopf ein bisschen vorsichtig sein. Des Weiteren dann bitte keine Kabel und Rohre an den Wänden berühren und das Allerwichtigste, bitte bleibt immer bei der Gruppe und verlasst diese nicht. Wir haben über 30 Kilometer Stollen und ihr geht leicht verloren. Und wenn ihr verloren geht, dann muss ich euch für Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen suchen. Ich weiß es nicht und natürlich möchte ich es auch heute nicht herausfinden. Wir werden jetzt gleich dann noch einmal durch ein Drehkreuz hindurchspazieren, aber keine Sorge, es wird kein Ticket mehr benötigt, das ist nur für mich, um noch einmal durchzuzählen. Und dann folgt ihr bitte den Stiegen nach oben und vor dem Mundloch warten wir zusammen. Nun stellt bitte jeder noch einmal sicher, dass sich die gesamte eigene Kleidung in der weißen Schutzhose drinnen befindet. So, ladies and gentlemen, let me officially welcome you with our traditional miner salute, Glück auf! My name is Victoria and I'm going to guide you through the mines for the next about 90 minutes. We're slowly going to walk up to the so-called mouth of the Christina's Gallery, which was firstly opened up in the year 1719, and it was named after the Empress Mother, Maria Theresia. And as we're about to walk into an active mine, there are a few rules we have to follow. So first of all, everybody who is taller than me, I know, not a big deal, not a kind of magic, but please be careful with your heads. Also, do not touch any pipes or cables on the walls, and most important, please do always stay with the group and do not leave the group. We've got over 30 kilometers of galleries inside, and you're getting lost easily. And if you're getting lost, I have to search for you for hours, days, maybe weeks, I don't know, and of course, I don't want to find out today. We now have to walk through another gate, but don't worry, no ticket is required from this point. It's just for me for counting once more. And then just follow these stairs all the way up to the mouth hole and right in front of it for each other. Now please everybody check once more that all of your own clothing is tucked into the white pants in order to avoid any damage. Dann würde ich schon sagen, starten wir los, let's get started already.
Der beliebteste Ausbau ist auch generell mit Pulsdruck und Lenkung. Jedes organische Material trägt Wassermoleküle in sich. Und über die Zeit werden die Wassermoleküle mit Salz ausgetauscht. Das funktioniert mit Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit Holz, mit allem. Und somit ist das Holz tatsächlich auf Dauer um einiges haltbarer wie Eisen. Weil Eisen einfach leider Gottes relativ schnell zu rosten beginnt und dann noch die Dinge. Also long story short, Holz ist in diesem Fall um einiges robuster wie Eisen. Kleine Sache. Bleiben wir lieber beim Holz. So, come a little bit closer. Wir sind nicht die Sachlau, oder was? Wir sind nicht auch die Sachlau, oder was? Englisch, Englisch. Die Sachlau. Ja, ja. So, liebe Leute, wir sind nun circa 350 Meter in den Berg hineingegangen und momentan befinden wir uns in etwa 85 Meter unter Tage, sprich unter der Erdoberfläche. Geht es euch gut soweit? Ja. Ja, wunderbar, das freut mich zu hören. Wenn ihr euch umschaut, wir stehen inmitten des sogenannten Haselgebirges. Das heißt für euch, alles was feucht bzw. glänzend aussieht, ist tatsächlich das Salz. Und jeder, der mutig genug ist, darf von nun an gerne die Wände abschlecken. Ladies and gentlemen, we've just been walking into the mine for about 350 meters and right now we're approximately 85 meters below the surface. Are you feeling fine so far? Yeah. Very desperate. Are you feeling fine? Yeah. Yes, that's way better and great to hear. By the way, if you take a closer look around yourselves, we're already standing inside the so-called Haselgebirge. That sadly is no English translation, but Haselgebirge means for you that everything that seems to be worth up here is shiny is actually salt. And if you're brave enough, you can lick the walls from now on. Und natürlich haben wir es dann auch schon zu unserer ersten Station hinübergeschafft, der sogenannten Bergmannsrutsche. Diese wurde tatsächlich früher von den Bergleuten genutzt, um schneller und besser von einem zum nächsten Horizont zu gelangen. Wir werden uns durch den 8. und den 7. dieser Horizonte bewegen und vom 1. bis zum 6. ist der aktive Bergbau, von dem ich vorher gesprochen habe. Ihr könnt euch die Horizonte im Übrigen vorstellen, als würde man in einem großen Hochhaus stehen mit den verschiedenen Stockwerken darin und insgesamt gibt es 21 Horizonte am Hallstätter Salzberg. And of course we already made it to a first station, the so-called miner's slide. And that was really used back in days by the miners to get easier and quicker from one to another horizon. We're going to move through the 8th and 7th of the horizons and from the 1st to the 6th one, there's still the active mining process I've been talking about. And you can by the way imagine the horizons like standing in a big skyscraper with the different levels in it. And we've got 21 horizons in total. Und um sicher von einem zum nächsten Horizont zu gelangen, setzen wir uns dann bitte auf die Rutsche wie auf ein Pferd oder auf einen Schlitten. Das heißt, die Beine sind weit voneinander gespreizt und die Zehen schauen ständig zu den Sternen. Während der gesamten Rutschfahrt bleiben die Arme dann bitte am Körper. Ihr könnt diese auf den Oberschenkeln ruhen lassen oder sie vor dem Oberkörper verkreuzen. Und das Allerwichtigste, wer bremst, verliert. Also bitte weder mit den Armen noch mit den Beinen bremsen. Wer dies mit den Armen versucht, der kann sich diese verbrennen. Und wer dies mit den Beinen tut, der macht einen Purzelbaum nach vor und fällt auf das Gesicht. Und um ehrlich zu sein, nimmt es dem ganzen Rutschvergnügen den Spaß ein bisschen beiseite. Wir rutschen dann natürlich nur, wenn die Ampel auf grün steht. Und jeder, der nicht rutschen möchte, kein Thema. Ihr findet die Stiege zu meiner rechten Seite, aber bitte mit dem Handlauf benutzen. Ihr dürft dann übrigens in Grüppchen von 2 oder 3 Personen hinunterrutschen. Dann nimmt dann die Person im Hinteren sitzt die Person vorne unter den Achseln und kuschelt mit ihm oder ihr ein bisschen. Nach dem Rutschen dann bitte sofort das Gelände zur linken Seite verlassen. Dort könnt ihr euch ein paar schöne Salzkristalle ansehen. Und sollte sich jemand fürchten, alles kein Thema. Bitte unbedingt einen Mann vorne sitzen lassen, denn im Falle eines Crashes landet ihr trotzdem weich. So, ladies and gentlemen, in order to get safely from one to another horizon, please take a seat on the slide like on a horse in a sled, means your legs are spread widely apart and your thighs are constantly looking to the stars. Please keep your arms to your body during the whole ride. You can rest them on your legs or cross them in front of it. And most important, in Austria we've got a saying, if you're breaking, you lose. So don't break with your arms or
with your legs. If you try to do so with your arms, you're going to burn them. And if you try to do so with your legs, you're going to tumble over and fall on your faces. And to be honest, this is taking all the fun away of your sliding experience. Of course, we do only slide when the lights turn green. And for everybody who is not willing to slide, not a big deal. You can find the staircase to my right hand side, but please hold on tight to the handrails. And you'd never like to get down in pairs of two or in a group of three people. Anyways, the person sitting in the back is grabbing a person in the front under the armpits and takes him or her for a little cuddle. After sliding, please leave the area immediately to the left side. There's some pretty salt crystals you can use it. And if you're a scared person, don't worry. Just place a man in front of you, because in case you have a crush, you will unsoft anyways. So, liebe Freiwillige, bitte Platz nehmen. Dear volunteers, it's your time to shine. Yes, of course, there you go, for sure. Well, thank you. You're welcome. All right. Do you have any friends or family with you? No, they're going to watch this after I film it. Of course, if you're a solo traveler, you do not need to hug a stranger. All righty. It was nice to meet you. Yeah, I'll see you on the other side. Wir sind nun in die sogenannte Salzkristallkammer hinuntergerutscht und hier direkt vor uns könnt ihr den Ring des Feuers betrachten, welcher aus Salzkristalllampen besteht. Sie erhalten diese rötlich-rosane Farbe durch das darin enthaltene Eisen. Diese Steine werden übrigens durch den sogenannten trockenen Abbau gewonnen. Und wenn Sie auf die andere Seite hinüberschaut, dann könnt ihr das ganz normale Tafelsalz sehen, das jeder aus der Küche vom Kochen kennt. Und dieses wird durch den sogenannten nassen Abbau gewonnen. Ladies and gentlemen, we've just been sliding into the so-called salt crystal chamber, and what you can see right in front of us is the ring of fire, which is consisting out of salt crystal lamps. They're gaining this reddish pinkish color due to the high iron it is containing. Those rocks are biodegrading in the so-called dry mining process, and if you take a closer look to the opposite, you can see the normal table salt everybody knows from cooking in the kitchen, and this one is gained through the so-called leaching process. Wir werden nun eine kleine Zeitreise starten, in etwa 7000 Jahre zurück in der Zeit. Und während unserer Tour werden wir uns drei Hauptfragen stellen. Die erste lautet, wie haben denn die Heilstädter überhaupt das Salz in diesem Berg gefunden? Bitte folgt mir dann im Anschluss, um das herauszufinden. We're now going to start a short time travel about 7,000 years back in days. And during our tour, we're going to answer three main questions. The first one is, how did the Harshta people even find the salt inside this mountain? Please, everybody, follow me this way to find out. Say, just take a seat and relax a little bit. Bitte einfach Platz nehmen und ein bisschen entspannen. See, we're now going to see the stellar hours of the Hallstatt salt mining process. Yes, indeed, the screens are swallowed about 7,000 years old.
Hopefully has been answered, but the next one already is popping up. How did the salt even get into this mountain? In order to find out, we have to travel further back into time. So ladies and gentlemen, please follow me once more, as it's still a long way to go. Wir werden nun herausfinden, wie denn das Haselgebirge seine natürliche Schönheit erlangt hat. Bitte immer Kinder und kleinere Personen vorne stehen lassen. We're now going to find out how the Haselgebirge got its natural beauty. And please always let children and smaller people stand in the front. Die Erde vor 250 Millionen Jahren. Trockenheit und Hitze prägen einen riesigen Superkontinent. In dieser Zeit entstehen unsere Salzlagerstätten.
Planet Earth, 250 million years ago. The supercontinent is arid and hot. Our salt deposits are being formed. Es bilden sich Lagunen und Binnenmeere, die durch Barrieren vom offenen Ozean abgetrennt werden. Inland waters form, separated from the open ocean by barriers. Das warme Klima und die intensive Sonneneinstrahlung lässt mehr Wasser verdunsten, als nachkommen kann. Das Binnenmeer trocknet aus und übrig bleibt Salz, das sich mit anderen Mineralien ablagert. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. The hot climate causes more water to evaporate than can be replenished. Repeatedly, the inland sea dries up and salt, deposited with other minerals, remains. Es folgen unruhige Zeiten. Vulkane brechen aus. Sedimente wie Ton und Sand lagern sich auf den Salzschichten ab. Und im Laufe von tausenden Jahren wird diese Salzmixtur immer mächtiger. Turbulent times begin. Volcanoes erupt. Sediments remain on the salt layers. Over the years, this salt mixture increases. Vom Süden her kollidiert die afrikanische Kontinentalplatte mit der eurasischen Platte und verschiebt Europa nach Norden. Mitverschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen. Die Salze werden verformt und durchgeknetet, bis sie schließlich dort abgelagert werden, wo wir sie heute abbauen. The African and the Eurasian continents collide. Europe moves northward. The salt moves too. The unfolding of the Alps has begun. The salts are squeezed until finally deposited where we mine them today. Haselgebirge wird dieses Salzton-Anhydritgestein genannt. Hier befinden wir uns gerade etwa 100 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Wollen wir alle Stollen durchwandern, liegen mehr als 30 Kilometer vor uns. Here we are, about 100 meters below ground. This salt clay anhydrite mixture is called Haselgebirge. The mining tunnels span over more than 30 kilometers. Das Salz aus Hallstatt entstand vor Millionen Jahren im Meer durch die sengende Hitze der Sonne. The Hallstatt salt originated long ago in the sea through intense sunlight. Tatsächlich hat alles Salz, egal wo auf der Welt wir es finden können, seinen Ursprung im Meer. Wir werden jetzt gleich ein paar Stufen nach unten gehen zu unserer nächsten Station. Bitte erneut den Handlauf benutzen. Und wenn wir dann unten angekommen sind, schaut mal ein bisschen links und rechts an den Wänden entlang, denn hier könnt ihr wunderbar die Aufschichtung des Haselgebirges betrachten. Und hier gilt erneut, alles was feucht bzw. glänzend aussieht, ist tatsächlich das Salz. Und jeder, der möchte, darf dieses gerne wieder kosten. Ihr nehmt hierzu einfach einen Finger, wischt mit ihm über die feucht aussehenden Stellen drüber und schlägt ihn danach ab. Aber mein persönlicher Tipp für euch, die Stellen, die höher gelegen sind, wurden natürlich weniger oft abgeschleckt. Ladies and gentlemen, indeed, our resort, no matter where in the world we could find it, has its origin inside the sea. We now have to walk down a few steps until our next station. Please again, use the handrails. And when we've reached the bottom of the staircase, please take a closer look to your left and right hand side, as you can perfectly see the different layers of the Haselgebirge. And again, everything that seems to be wet up here is shiny is actually salt. And if you're willing to do so, you can take another taste test. Just take your finger, wipe it along the wet-seeming areas and lick it afterwards. But my personal hint for you, the areas which are reached higher, of course, lick less. Yay. Slippery. Oui,
nicht gerade. Für euch im Vergleich, die vorherige Länge der Rutsche betrug in etwa 12 Meter. Aber diese Schönheit hier hat stolze 65 Meter. Sie ist die längste Untertagerutsche in ganz Europa. Aber keine Sorge, es funktioniert genau gleich wie vorher. Jeder, der diesmal nicht rutschen möchte, findet die Stiege zu meiner rechten Seite, aber bitte wieder mit dem Handlauf benutzen. Und eine kleine Bitte hätte ich noch an euch. Und zwar lächelt wenigstens ein bisschen. Wir werden nämlich ein Sträflingsfoto von euch schießen und außerdem können meine Kollegen das Foto sehen. Also bitte, bitte, tut wenigstens so, als ob ihr Spaß mit mir hättet. Das wäre mir ein Anliegen. Ihr dürft jetzt dann gleich singen, lachen, schreien, jodeln und weinen, so laut ihr möchtet. Es kann ich ja sowieso niemand hier unten hören. Lasst es raus und überzeugt euch selbst. Und natürlich gilt, je lauter ihr während dem Rutschen schreit, desto lustiger wird's für alle Beteiligten. So, ladies and gentlemen, things are getting serious. We are now standing in front of our so-called mega slide. And for you in comparison, the former slide was about 12 meters long, but this beauty now has got stunning 65 meters. It's the longest on a day slide in whole Europe, but don't worry, it's exactly the same procedure as before. For everybody who is not willing to slide down, not a big deal. You can find the staircase to my right hand side, but please hold up tight to the handrail. And do me a favor and smile at least a little bit as we're going to take a mugshot of you. And my colleagues are going to see those pictures, so please, at least pretend that you're having fun would be a pleasure. You're now allowed to sing, scream, laugh, yodel and cry as loud as you'd like to, because nobody can hear you anyways. Go for it and try your best. And of course, the louder you scream while sliding, the funnier it gets for everyone. So, liebe Freiwillige, bitte letzte Worte zurechtlegen. Dear volunteers, make your last wishes. Yeah, what are you waiting for? Oh, I'm done. Boom. It's really long. I mean, they're still going. You love this. So, some final words? No? Great. Let's go for it. Oh my god, I'm glad I'm not even good about it! Oh yeah! Oh, it's still going! No! Why didn't you bring your family along? My wife couldn't make it because of her mom. Okay. Oh. Oh. Alrighty. Yeehaw. Yeehaw. Ah. Oh boy. That's a good one. Ooh, 23 clicks.
At the moment, the fastest guide is called Inge, and she's sliding with about 49 kilometers per hour. So as you see, I didn't even try today. Anyways, ladies and gentlemen, please do me a favor and face this direction, as we've just been sliding into my favorite room, the so-called Hörnerberg. It used to be a former leaching chamber, and what you can see right in front of us is a remaining salt lake with Kanish warm 7 degrees Celsius. So pretty please, don't drop anything inside, as I'm sadly not in a mood to take a swim. At its deepest point, the lake, by the way, got about 2 meters of depth. And don't let yourself be fooled. The whole area inside you actually is the size of a soccer field, unless the lake is crystal clear where I able to see the reflection of the ceiling in it. Meine Lieben, wir sind nun in meinen Lieblingsraum hinuntergerutscht, ins sogenannte Hörnerberg, ein ehemaliges Laugwerk. Deswegen können wir hier direkt vor uns einen zurückgebliebenen Zeitsee sehen, mit kuscheligen 7 Grad Celsius. Also bitte nicht sie einfallen lassen, mir ist leider nicht nach Schwimmen zumute. An seiner tiefsten Stelle hat der See im Übrigen ca. 2 Meter Tiefe und lasst euch bitte nicht täuschen. Das ganze Areal hier drinnen hat tatsächlich die Fläche eines Fußballfeldes und weil das Seekristall klar ist, können wir hier sehr gut die Reflexion der Decke betrachten. Wir werden uns nun die Geschichte des Mannes und Salz in Form von einer Lichtershow ansehen. Also bitte alle zum rot und blau beleuchteten Zaun hinüberwandern, denn dort haben wir den besten Ausblick. We're now going to see the story of the man in the sun. Thank you.
Bohrloch mit in etwa 45 Metern Tiefe. Wir machen solche Dinge, um herauszufinden, ob wir auf eine Salzhalle stoßen. Und wenn das der Fall ist, dann wird das ganze Ding mehr oder minder mit Wasser geflutet und ein höhlenartiges System kann über Zeit entstehen. Genauso wie das Hörerwerk, aus dem wir gerade gekommen sind. Wir werden uns nur kurz mit dem trockenen sowie mit dem nassen Abbau auf dieser Seite des Raumes beschäftigen. Wenn ihr möchtet, dürfte ich natürlich gerne schon einmal umdrehen. Ladies and gentlemen, this is a so-called borehole with about 45 meters of depth. We're making such things in order to see if we can find any salt down there. And if we do, so we more or less fill it up with water. And the Kaiflex system is going to form either time, exactly like the Hörnerwerk we just came out of. We're now going to see a few facts about the drying and warp mining process on exactly this side of the room. So please, everybody, feel free to turn around. And of course, please again, let smaller people stand in the front. Aus dem Inneren des Berges wird das Salz gewonnen und per Hand abgebaut. Das Natursalz der Salinen aus dem Meer. The salt is made by hand from the mountain. Natural salt by Salinen Austria AG. Was hier fließt, ist so leer. 4 Millionen Kubikmeter jährlich kommen die Salinen Austria aus ihren Salzbergwerken. Sole ist Salzwasser mit einer Sättigung von 30%. This is brine. Salinen Austria generates 4 million cubic meters of brine per year. Brine is a saturated saltwater solution. 40 Kilometer fließt die Sole oberirdisch in Rohrleitungen bis zur Saline Ebensee, wo sie gereinigt und erhitzt wird. Übrig bleibt reines weißes Salz. In the Ebensee Saltworks, the brine is processed into salt. Aber wie wird die Sole gewonnen? Hier im Bergwerk wird zuerst ein senkrechtes Loch gebohrt und durch ein Rohr wird Süßwasser hinabgeleitet. How is the brine created? A vertical borehole is drilled into the rock and fresh water is pumped down. Das Süßwasser löst Salze aus dem Gestein und ein Hohlraum füllt sich mit Sole. Das nicht lösliche Material sinkt zu Boden. Salts are dissolved from the rock and a cavity fills with brine. Insoluble substances sink down. Die Sole wird durch Rohre nach oben gepumpt. The brine is pumped up through the pipes. Diese Bohrlochsondenmethode der Salinen Austria AG ist das modernste und effizienteste Salzgewinnungsverfahren der Welt. This technology by Salinen Austria AG is the most advanced and efficient salt production process in the world. Museum einen kurzen Film ansehen und direkt im Anschluss dürft ihr am allerersten Tage des jungen Bergarbeiters zur Bronzezeit, sprich von etwa 3000 Jahren, teilnehmen. Zwischenzeitlich gehe ich unsere letzte Überraschung vorbereiten, also bitte keine Sorge, ich bin direkt hinter dieser Tür. Ladies and gentlemen, during summertime we're hosting very special guests at the so-called Knappen House, a young and dynamic team of archaeologists from the Nature History Museum of Vienna. And to my left and right side, you can already see some gems they found so far. We're now going to see a short movie about the museum I've just been talking about, and directly following afterwards, you'll be able to attend the very first day of a young miner's passage, about 3,000 years ago. Meanwhile, I'm going to prepare the last surprise for you, so please no panic, as I'm just right behind this door. Natürlich wünsche ich euch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns in 2 Stunden wieder. Ladies and gentlemen, and of course I wish you loads of fun, and I might be picking up in 2 hours, bye. Hallstatt, Weltkulturerbe in einer atemberaubenden Kulturlandschaft des Salzkammergutes. Hallstatt, a World Heritage Site in a stunning cultural landscape.
anstatt von innen der Salzwerk, in dem seit 7000 Jahren bis heute mit modernsten Technologien Salz gewonnen wird. Hallstatt inside, the salt mine, where salt has been extracted for 7000 years. Seit Jahren öffnen die Archäologinnen des Naturhistorischen Museums Wien ein Zeitfenster in vergangene Epochen. Es ist das Salz, das über Jahrtausende alle Spuren des Menschen konserviert hat. Es sind nicht nur die Werkzeuge der früheren Bergleute erhalten, auch Felle, Stoffe, Speisereste und die Exkremente hat das Salz konserviert. Archaeologists open a window into prehistoric times. Thanks to the salt, traces of humans have been preserved over thousands of years. Im Jahr 2003 entdeckten die Forscherinnen eine vollständig erhaltene, 8 Meter lange und über einen Meter breite Holzstiege. Ein Sensationsfund, über 3300 Jahre alt. In 2003, an entirely preserved wooden staircase was discovered, more than 3300 years old. Vor 4000 Jahren verändert ein neuer Werkstoff die Gesellschaft, die Metalllegierung aus Kupfer und Zinn. 4000 years ago, a new material changed society. The metal alloy of copper and tin. Die Stiege ist der Haupttransportweg der bronzezeitlichen Menschen, das Salz aus dem Berg zu gewinnen. The staircase is the Bronze Age people's main transport route to carry the salt out of the mountain. Die älteste Holzstiege Europas wird geborgen und wissenschaftlich untersucht. Und dieses Holzbauwerk hat viel mehr noch zu erzählen. Die Spuren der Menschen finden sich überall. Und so fließen die Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen in ein sogenanntes Lebensbild ein. Europe's oldest wooden staircase is discovered and scientifically examined. Human traces are detected and so the scientists are able to create a picture of life. Wir erzählen daraus eine fiktive Geschichte zweier bronzezeitlicher Kinder, Udo und Ere, und ihrem Tagwerk in Salzberg. Based on this, we tell the fictional story of the two children, Udo and Ere, and their daily work in the salt mine. Mit Leuchtspringen aus Tannenholz steigen die Geschwister Udo und Ere über die Stiege. Der neunjährige Udo hat heute seinen großen Tag. Er wird zum Bergmann. With wooden torches, the siblings Udo and Ere climb down the stairs. Today is young Udlo's big day. He will become a miner. Die Bekleidung der beiden ist aus Flachs, Hanf und Wolle. Die Schuhe aus Leder. Their clothing is made of flax, hemp, wool and leather. Mit ihren Pickeln bauen die Bergleute Salz ab und gewinnen kleinstückeliges Salz. Udo darf das wertvolle Gerät benutzen. With picks, the miners mine small pieces of salt. Udo may use the precious tool. Die kleineren Kinder arbeiten als Leuchtspanhalter und trennen das Salz vom Taubengestein. The younger children's task is to hold the torch and to separate the salt from the rock. Ere befördert die Salzstücke in den Fülltrog und entleert diesen in den Tragsack. In diesem können bis zu 30 Kilogramm Salz transportiert werden. Ere puts the salt pieces into the trough and then into a bag that can carry up to 30 kilograms of salt. Udlos Arbeitsplatz ist bei den Holzleuten. Udlo belongs to the woodworkers. Udlo hat sein Tagwerk getan und sein Werkzeug erhalten. Udlo has received his tool. Es wird noch viele Tage geben, die so verlaufen, bis um 1100 vor unserer Zeitrechnung eine Katastrophe geschieht. Nach über 3000 Jahren ist die originale Stiege aus der Bronzezeit wieder freigelegt und erzählt uns eine Geschichte der frühen Industrialisierung Europas. Many days like this will pass until the catastrophe of around 1100 BCE. Years later, the recovered staircase tells us about Europe's early industrialization. Hier könnt ihr tatsächlich die originale Bronzezeitstiege betrachten.
by the way, seht ihr real Rossage Stark Heights. Und wie vorhin angesprochen, war das nun tatsächlich die letzte Station unserer Führung. Aber ich komme direkt zurück zur Überraschung. Und zwar müssen wir natürlich nicht den ganzen Weg wieder retour zu Fuß nach draußen gehen. Wir werden nämlich vom Zug abgeholt, dem sogenannten Grubenhund. Auf dem funktioniert das Ganze dann ganz ähnlich wie vorher auf der Rutsche. Wir setzen uns dann bitte auf den Zug, wie auf ein Pferd oder auf einen Schlitten. Die Arme bleiben bitte am Körper und im Fahrzeug. Und die Großen, bitte seid vorsichtig mit eurem Kopf, setzt euch an den Fahrtrichtung, welche sich zur rechten Seite befindet. Und nachdem der Zug wieder zum Stillstand gekommen ist, verlassen wir diesen bitte zur linken Seite und danach gehen wir alle gemeinsam zurück zum Knappenhaus, um endlich die Schutzkleidung loszuwerden. Diese bitte einfach mit den Schlauch auf den zur Verfügung gestellten Haken aufhängen. So, ladies and gentlemen, as mentioned before, this really was the last station of our tour, but I'm heading straight back to the surprise. Of course, we do not have to walk all the way back outside again, as we're going to get picked up by the train, the so-called Grubenhund in German. But don't worry, it's almost the same procedure as before the slides. So please tie your seat on the train like a horse on a sledge, keep your arms to your body inside the vehicle, and for the taller people, please be careful with your heads and set it to driving direction, which then is to the right-hand side. And when a train finally comes to stopping again, please exit it to the left side, and then we're walking all the way back to the Knappenhaus to finally get rid of the protective trophy. Please just hang it with the loops and to the hooks provided. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch ganz kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wenn euch die Führung gefallen hat, so ist mein Name Victoria, und wenn nicht, dann tut es mir leid, dann heiße ich bitte Carmen. Ladies and gentlemen, at this part of the trip, I'd like to thank you so much for your attention. If you like the tour, my name is Victoria, and if you didn't, I'm awfully sorry, but please call me Carmen. Thank you so much, Dankeschön, und Glück auf in Heistadt. Bitte alle gut festhalten und bedenken, das ist eure letzte Möglichkeit, ungewollte Freunde und Familienmitglieder zurückzulassen. Ladies and gentlemen, please hold on tight to the train, and be aware it's the last chance to get rid of unwanted friends and family members. Thank you.
links, please, axe, into the left side.